So, hi und hallo mal wieder. Und ja, ihr seht richtig, die brandneuen und aktuellen Sammelkarten sind da. Und zwar von Lego Batman. Richtig cool. Ich habe mich ja die ganze Zeit darauf gefreut. Den Jago natürlich immer noch. Aber DC, Marvel-Universum, richtig cool. Werde ich genau dasselbe natürlich machen. Spezielle Karten, dann die Lego-Figur dabei. Aber was habe ich mir heute alles gegönnt? Ihr seht es schon. Einmal ein Blister. Dann natürlich das brandneue und aktuelle Lego Batman Magazin Nummer 3 mit einer Lego Batman limitierte Karte, die LE3 Superman. Dann natürlich ein Multipack. Die Boosterkarten, die sehen schon richtig cool aus, auch mit einer limitierten Karte. Aber in diesem Video geht es natürlich um das brandneue und aktuelle Lego Batman Starterpack für 8,99 €. Und ihr seht schon, mit einer limitierten Karte von Batman und eine XXL-Karte von Superman. Alles in der Starterpack drin. Und natürlich das erste Booster, dass wir uns die Karten mal genauer anschauen. Aber nicht zu kurz, fangen wir jetzt direkt mal an, das Starterpack zu öffnen. Ah. Ja, da muss ich mir doch ein Hilfsmittel holen. Die sind ja richtig feste beklebt. So sehen sie von hinten aus. Schon ein richtig cooles Motiv. Und die erste Karte natürlich, die limitierte, die LE1 Batman. Richtig cool. Dann gibt es dazu die XXL-Karte. Superman oder Ultra Superman. Sieht auch mega aus. Hoffentlich gibt es die. Das Motiv an sich gefällt mir nicht so. Hätte besser ausgesehen, hätte Superman gestanden. Dann hätte man sie so hinstellen können und vorne die originale Lego-Figur dazu. Also mit dem fliegenden Superman gefällt mir nicht so. Aber es kommen ja demnächst noch mehr XXL-Karten raus. Wo und welche werdet ihr natürlich auf meinem Kanal sehen. Und dann natürlich das erste Boostertütchen. Lego Batman oder die DC-Serie. Öffnen wir natürlich gleich. Aber jetzt erstmal zu der Starterpack. Natürlich die Frontseite. 117 Karten sammeln, tauschen und auch kaufen. Dann haben wir natürlich das Spielfeld. Ist mega richtig groß. Jetzt gucken wir doch mal über die limitierten Karten. Und da ist das, was ich meine. Superman. Das ist richtig cool, dass die so sind. Da kann ich natürlich die Lego-Originalfigur, wenn ich sie habe, da vorstellen. Ist perfekt. Dann natürlich die einzelnen Ultra-Karten. Schauen wir uns mal an. Die es geben wird. Oh, das ist aber wirklich riesengroß. Hier unten sind die Comic Art gibt es auch noch davon Karten. Puzzle ist ganz klar. Und dann seht ihr die Ultra-Karten. Die gibt es natürlich dann als super Green-Leuchte. Ich freue mich auf jeden Fall mega schon mal drauf. Ihr schreibt mir natürlich eure Meinung in die Kommentare. Hier ist das Spielfeld. Hartpappe. Richtig klasse. Dann natürlich die Rückseite. Sieht auch mega cool aus. Und natürlich die eigentliche Sammelmappe. Die ist natürlich mal wieder eingepackt. Müssen wir natürlich auch wieder auspacken. Und wie gesagt, ich freue mich richtig auf die Serie. Ihr schreibt mir natürlich eure Meinung und schaut mal. Diesmal ist die eigentliche Sammelmappe größer. Naja, ob das was bringt. Dann, was mir nicht so gefällt, ist natürlich das jetzt. Ihr seht es jetzt selber. Wenn man es ein paar Mal auf und zu macht, dann rutscht meistens der Inhalt der Front- und Rückseite immer hin und her. Meistens hier drüber und dann ist es zerknickt nach einer gewissen Zeit. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Aber nichtsdestotrotz, das ist sie nun.
die brandneue und aktuelle Batman, Lego Batman Sammelkartenmappe. Ein bisschen einmal ganz kurz einknicken. Da liegt sie besser, aber ihr seht schon die Mutti. Richtig cool. Und wie gesagt, was gibt es bei einem Starterpack? Die XL-Karte Superman, die erste limitierte Karte Batman und natürlich ein Booster-Tütchen, was wir jetzt öffnen werden und uns die ersten Karten natürlich anschauen. Und ich hoffe natürlich, dass ich jetzt schon was richtig Cooles drin habe. Und Rückseiten alle gleich und jetzt fängt es an. Hammer! Gleich eine Ultra! Richtig klasse! Jawohl! Die sieht auch richtig nice aus. Oder richtig cool. Gefällt mir perfekt schon mal. Dann wird es natürlich auch Motive geben, die ich nicht mag. Wollen wir ehrlich sein. Aber ihr schreibt mir natürlich eure, welche ihr nicht magt. Und natürlich alles über die brandneuen aktuelle Serie. So, ich werde mir natürlich, wenn ich alle Karten habe, extra nochmal aussuchen, welche gut sind. Zum Beispiel hier Green Lamper. Ich muss mal ganz kurz hier hinschauen, ob ich den hier habe. Nein, den habe ich jetzt nicht so parat. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Einfach nur die Figur dahinstellen. Ne, habe ich jetzt auch wirklich nicht. Die Lego passt eine Figur davon. Aber ihr wisst, was ich meine. Die in so einen Ständer rein, vorne die Originalfigur. Richtig klasse. So, und wo ihr die ersten Lego Batman Produkte sicher und bequem bestellen könnt, versuche ich natürlich unter ein Video zu verlinken. Ist ganz klar, ist brandneu, aktuelle. Die wird es nur nicht überall geben. Also das Starterpack mit der XL-Karte, Superman, erste limitierte, erste Ultra-Karte, richtig cool. Spielfeld, Magazin, alles was für Karten drin sind, alles in das erste Starterpack und das einzigste Starterpack natürlich, was ich brauche. Nächsten Videos werden natürlich sein Multipack, Blister und das erste Lego Batman Magazin Nummer 3 mit einer limitierten Karte. So, und jetzt schreibt ihr mir alles in die Kommentare. Wie findet ihr die Serie? Was haltet ihr davon? Habt ihr euch selber schon drauf gefreut? Und. Und natürlich, wenn ihr euch das auch schon gegönnt habt, schreibt mir alles in die Kommentare. Ich freue mich mega auf die Karten. Werde natürlich genauso schnell versuchen, meine Sammelmappe voll zu kriegen, wie die anderen Lego-Produkte. Aber richtig cool. Und wo es die Limitierten immer gibt, wo und welche, erfahrt ihr hier bei mir. Und deswegen sage ich wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.